Nicht abschalten! Der Film beginnt erst! Ihr lieben Naturküchler, was hat der Bam heute mit euch vor? Ich möchte euch heute die Natur durch meine Augen zeigen. Das, was ich sehe, das, was mir durch den Kopf geht, möchte ich euch erzählen. Und ich denke, das wird ziemlich viel, denn mir fällt alle paar Meter etwas ein in der Natur. Denn die Natur ist mein Reich. Dort fühle ich mich wohl, dort bin ich zu Hause, dort bin ich glücklich. Die Natur. Deswegen habe ich irgendwann einmal die Naturküche gegründet und es macht mir so viel Spaß und noch mehr Spaß macht es mir natürlich, wenn ihr dabei seid. Na, wen haben wir denn da? Den klebrigen Salbei. Wow, er duftet unglaublich frühlingshaft, unglaublich erfrischend. Und mit diesen klebrigen, wirklich klebrigen Blüten. Heute regnet es, am Regentag klebt er nicht so, aber auch jetzt merkt man es. Er klebt und riecht unglaublich intensiv, wenn man ihn berührt. Ja, er hat ganz viele kleine Trichome an den Blüten, Kelchen. Und wenn man diese berührt, oh, dann fängt es an richtig üppig zu duften. Der klebrige Salbei. Ja, schauen wir uns mal kurz ein Blatt an. Er hat so ausladende Flügel nach hinten, ja. Ich sag's euch gleich, wenn eine Pflanze solche Flügel nach hinten hat, immer ein bisschen aufpassen. Viele giftige Pflanzen haben diese ausladenden Eselsohren nach hinten, ja. Der klebrige Salbei ist nicht giftig. In ganz hohen Dosen wirkt er halluzinogen. Aber da müsste man wirklich sehr, sehr viel davon essen und konsumieren. Der klebrige Salbei, für was ist er gut? Ja, wie gesagt, ins Wasser geben die Blüte, gibt einen richtig duftend leckeren Geschmack ins Wasser. Und außerdem, da er eben so klebt, ja, haben die Bauern früher im Mittelalter, haben sich die Blüte abgepflückt und haben sie an einem Sonnentag abgepflückt und haben sie dann verkehrt rum ins Bauernhaus gehangen. Und die Fliegen, die kleinen, vor allem die Obstfliegen, die bleiben alle picken. Ja. Und was noch? Das Haus duftet schön. Ja. Eine gratis duftende Fliegenfalle, die noch wunderschön ausschaut. Jetzt langsam ist sie schon, ist der klebrige Salbei, ein Lippenblütler, schon am Verblühen. Aber ist doch wunderbar. Eine gratis Fliegenfalle, die schön ausschaut, gut duftet. Ja, Wahnsinn. Also eine tolle Pflanze vor allem. Der Duft ist jedes Mal wieder ein Erlebnis. Ah, der klebrige Salbei. Ui. Ich bin schon eine Zeit lang unterwegs, oh, schwitze und habe einen Durst. Ich habe Wasser dabei, aber ich möchte euch das nächste erzählen. Und zwar, überall im Wald, beinahe überall, finden wir den Waldsauerklee. Ja? Beinahe jedem bekannt. Der Waldsauerklee, lateinisch Oxalis. Aus dem Namen Oxalis kann man es sich schon herleiten. Oxal ist Oxalsäure. Ja, der Oxalis, der Waldsauerklee, hat sehr viel Oxalsäure. So wie der Rhabarber. Und beim Rhabarber weiß man, man sollte nicht jeden Tag Rhabarber essen. Genau wegen der Oxalsäure, die dann in großen Mengen den Nieren und der Leber nicht gut tut. Aber 2-3 solche Waldsauerklee, die haben eine Fähigkeit. Und zwar haben sie die Fähigkeit, den Durst zu unterdrücken. Ja, durch diese Säure regt den Speichelfluss auch an
und man bekommt für eine halbe Stunde, Stunde kaum mehr ein Durstgefühl. Das unterdrückt wirklich unseren Durst. Sollte man natürlich nicht machen, um nichts mehr zu trinken. Trinken ist sehr wichtig, ja, Freunde. Trotzdem, immer genug trinken. Auch im Winter, nicht nur im Sommer. Ja? Oxalis, der Waldsauerklee. Wer kennt diesen Pilz? Ein Baumpilz? Er gehört zu den Zunderschwämmen, aber es ist nicht der sogenannte Zunderschwamm, sondern es ist der rotrandige Fichtenbohrling. Und wir haben überall Sägemehl, wie Sägemehl, ja? Ganz viel. Wer macht denn das? Ja, die Insekten in diesem toten Baum. Ja, hier überall fressen sich die Insekten rein. Und das wiederum nützt uns auch etwas. Ja, natürlich, alles hat im Wald einen Nutzen. Ja, schaut euch das mal an. Heute ist es nass, es regnet. Ja, aber im Sommer, wenn die Sonne scheint, ist dieses unglaublich feine, wirklich sehr, sehr feine Sägemehl hier von den Insekten. Ein Traum zum Feuer machen, Freunde. Ein kleiner Funken und dieses feinste Sägemehl beginnt zu glimmen. Heute ist es nass, aber an trockenen Tagen ein hervorragender Zunder. Ich bin ja heute nicht am Pilze sammeln, aber wer versteckt sich denn hier? Ein kleiner Pfifferling oder auch für den Deutschen ein Eierschwammerl. Willkommen im Süßigkeitengeschäft des Waldes. Denn was haben wir denn hier? Da, hier. Was ist das? Ein sogenanntes... Oh, ist runtergefallen. Ich hol's schnell. Ein sogenanntes Waldzuckerle. Ein Waldzuckerle. Ja, der Süßigkeitenladen des Waldes ist eröffnet. An der Fichte findet man immer sehr viel Harz. Ja, das Harz hat eine antiseptische Wirkung. Ja, unglaublich gut, wenn man Wunden im Wald hat. Ja, kleine Schnitte zum Verschließen. Das möchte ich euch auch gleich zeigen. Aber jetzt zuerst schnappe ich mir hier ein Stückchen vom Waldzuckerle. Ein hartes Harz. Lutscht sich wie ein Bonbon. Wie gesagt, antiseptische Wirkung, reinigt die Schleimhäute. Wer ein bisschen Halsweh hat, wunderbar, der kann sich so helfen mit diesem Harz von der Fichte. Natürlich auch von der Tanne. Aber an der Fichte finden wir sehr viel mehr Harz, denn die Fichte ist sehr viel harzreicher wie die Tanne. Aber auch die Kiefer natürlich kann man hernehmen. Alle möglichen harzigen Bäume. Und dort kann man sich jetzt zum Beispiel beim Harzsammeln nicht vertun, dass man die giftige Eibe erwischt, denn die Eibe ist ein harzloses Nadelholz. Hat kein Harz. Ja? Also, Fichte, Tanne, Lärche, Kiefer, da finden wir das Waldzuckerle. Sehr erfrischend, einen guten Geschmack in den Mund bringen. Super. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man kleine Wunden verschließen kann mit dem Harz. Ich nehme mir hier ein jüngeres, etwas weicheres Buchenblatt. Das muss aber kein Buchenblatt sein. Ja, Hauptsache ungiftig. Und das knete ich mir so ein bisschen durch, damit die Struktur zerstört wird und es noch weicher wird. Ja,
dann nehme ich mir hier mein Harz und schmelze es mit dem Feuerzeug oder über dem Feuer. Und das weiche Harz gebe ich jetzt auf die Wunde, eine fiktive Wunde. Ja, so. Ich habe hier das Harz quasi auf die Wunde gestrichen. Jetzt ist es aber schon wieder relativ hart geworden. Ja, ich gehe mit dem Feuer her und flamme mir das Ganze noch einmal ganz kurz. Nicht verbrennen, ja, ein bisschen weich. Und schnell, wenn ich merke, es wird heiß, das Harz schmilzt so langsam, dann, zack, klebe ich mir das Buchenblatt hinauf. Und das lassen wir jetzt ein bisschen, bis es ausgehärtet ist. Ja, es klebt richtig gut. Ja, das pickt wirklich richtig gut. Und dann kann ich mir den Rand vom Blatt, wo ich nicht brauche, wegreißen. Ja. So. Und das Stück, das ich brauche, bleibt drauf. So ist die Gefahr, dass es weggeht, wegreißt, noch geringer. Und ich habe ein natürliches Pflaster, ja, und habe die Wunde geschlossen. Ganz, ganz schlicht, einfach, antiseptische Wirkung dabei. Super, das Waldpflaster. Mittlerweile ziemlich stark und ich stehe am mehrstämmigen Haselnussholz, super für sämtliche Sachen. Ja. Das Haselnussholz ist nämlich unglaublich ein strapazierfähiges Holz, ja, lässt sich unglaublich gut biegen und geht sofort zurück in seine Ursprungshaltung und somit perfektes Holz für Stecken, Wanderstöcke. Perfektes Holz zum Fallen bauen, ja? Perfektes Holz, um sich zum Beispiel Kammern, ich möchte kurz zeigen, ein Hasel hernehmen, ja? Und im Winter sich so zusammenbinden, ja? Hier unten dann zusammenbinden mit Fichtenwurzeln, ordentlich Fichtenwurzeln zusammenbinden. Und dann hier noch ein paar Streben hineinbinden und dann hat man Schneeschuhe. Ja, Schneeschuhe aus dem Hasel. Wie gesagt, sehr strapazierfähiges Holz, super Holz zum Fallen bauen. Was noch? Bogen bauen mit dem Haselnuss, auch hervorragend. Mag ich sehr, sehr gerne. Und was ist noch von Vorteil? Na klar, die Nüsse zum Essen. Der weiße Pestwurz, und da möchte ich euch was sagen, ein kleiner Tipp für den Hochsommer, für die Menschen, die keine Sonnencreme benutzen, wie ich zum Beispiel. Ich benutze keine Sonnencreme, habe nie welche drauf, und da möchte ich euch einen kleinen Trick zeigen mit dem weißen Pestwurz, denn der weiße Pestwurz entwickelt, wie man sieht, recht große Blätter, die können sogar noch größer werden, und im Sommer sind sie auch noch nicht durchlöchert, ja? Man pflückt sich diese Blätter ab, entfernt die Stiele und legt sich dann diese Pestwurzblätter auf die Schulter zum Beispiel, ja, ins Genick und auch hier eine auf die Schulter. Und im Hochsommer, durch die Wärme, durch die Hitze, passt sich dieses Blatt sofort sehr, sehr gut dem Körper an. Es legt sich richtig hin, pickt am Körper, ja, und dann kann man noch eines. Wenn man noch ein großes findet, sich auch noch eines auf den Kopf legen, ja, wirklich nur eines ins Genick hinein, und das passt sich dann wirklich hervorragend an und bleibt picken. Und dann hat man einen Sonnenschutz, Freunde, einen Sonnenschutz. Wer lange marschiert in der Sonne
und den weißen Pestwurz findet, den sehr leicht giftigen weißen Pestwurz, der macht sich einfach Sonnenbekleidung aus dem Pestwurz. Ha! Mama, schau mal! Mama, ich habe Tannenzapfen gefunden! Ich bin ein kleines Kind im Wald und habe Tannenzapfen gefunden. Liebe Eltern, nein, nein. Immer wieder erlebe ich es, dass kleine Kinder im Wald Tannenzapfen finden. Aber sie finden keine Tannenzapfen, sie finden Fichtenzapfen. Das hier, liebe Freunde, sind die Zapfen der Fichte, nicht der Tanne. Die der Tanne verfallen meistens oben im Baum und sie hängen nicht, sind viel kürzer und dicker und stehen am Baum. Sie hängen nicht, sie stehen. Ja? Und man findet so gut wie keine Tannenzapfen am Boden, sondern meistens die Fichtenzapfen. Bitte, bitte, sagt es euren Kindern. Wir finden im Wald hauptsächlich Fichtenzapfen, die am Baum hängen und nicht stehen wie an der Tanne. Haben wir wieder was gelernt. Na, weil sie hier überall wächst, erwähne ich es noch einmal. Die Ackerbrombeere, ja, die wilde Brombeere im Wald und deren Blätter, man erkennt sie an den Stacheln, natürlich. Jeder kennt, glaube ich, die Brombeere. Das ist hier die Ackerbrombeere, unsere Ursprungsbrombeere. Und die Brombeerblätter als Teegenossen, ja, die wirken gegen Durchfall. Und wer viel im Wald ist, wer viel Wasser trinkt aus wilden Bächen, so wie ich, und manchmal ja, schleißig ist und es auch nicht abkocht, der hat manchmal einen Durchfall. Und da können diese Brombeerblätter als Tee wirklich Wunder wirken. Die Ackerbrombeere als natürliches Durchfallmittel im Wald.
Freunde, ich bin wieder auf dem Weg, bin mittlerweile ordentlich nass und am Weg treffe ich meistens den Breitwegerich. Ja? Sagt schon der Name, Wegerich, der Breitwegerich, ein sehr ledriges Blatt, sehr robustes Blatt und da können wir uns auch etwas basteln für die Not. Oft hat man, wenn man viel geht, wenn man lange Wanderungen macht, Blasen an den Füßen. Kein Pflaster dabei. Ja, aber den Breitwegerich finden wir. Ja. Wir ziehen den Schuh aus, ziehen den Socken aus und schauen, wo die Blase ist. Dann legen wir uns diese Blätter doppelt und dreifach, ja, einfach so doppelt dreifach nehmen, die Stiele entfernen und legen uns dann dieses Blätterpaar auf die Blase hinauf, ja, wo wir die Blase haben, ziehen den Socken wieder drüber, körig straff, ordentlich straff und dann ripst es uns nicht mehr so an der Blase. Ja? Es schmerzt nicht mehr so. Wir haben einen Schutz zwischen Schuh und Blase. Und da ist der Wegerich, der Breitwegerich wirklich super, da er sehr robust ist und sehr ledrige Blätter hat. So haben wir ein natürliches Blasenpflaster und können weitere Kilometer gehen. Der Breitwegerich als natürliches Blasenpflaster im Wald und am Wegesrand. Der Nebel hängt in den Bergen und es herbstelt so langsam. Ja, die Naturküche macht die vier Jahreszeiten nämlich mit und es wird nie langweilig. Ja, im üppigen Frühling, spezialisiert auf die Pflanzen, auf Wildkräutersalate. Im Sommer genauso, auch Survival zwischendurch. Jetzt fängt so langsam der Herbst an und auch hier haben wir lauter spannende Sachen in Zukunft zu entdecken. Also wenn es dir gefallen hat, dann lass doch ein Abo da und drück einen Daumen hoch. Und auch du darfst dich dann Naturküchler nennen, denn alle meine Abonnenten sind die Naturküchler. Wir sind nämlich etwas Besonderes, Freunde. Wir sind naturverbunden, wir schöpfen aus dem alten Wissen und erlernen es wieder. Und das ist das, was mir so eine große Freude macht, euch das Ganze wieder näher zu legen. Also wenn es dir gefallen hat, dann abonnier und lass einen Daumen hoch da. Ich wünsche euch einen wunderschönen und laufe jetzt im strömenden Regen nach Hause. Das war ein kleines Abenteuerfilmchen mit dem Bam aus der Naturküche. Ich sage auf Wiedersehen aus der Natur und bis bald. Tschüss!